Mit der Boeing 878 Dreamliner bin ich von Brisbane nach Bangkok geflogen. Vom Hotel gelangte ich zu Fuß über den Benyakitti Park zum Terminal 21 Einkaufszentrum. Die King Rama 4 Road kann nur über die Fußgängerpassarellen überquert werden. Schon am Nachmittag beginnt das Nachtleben an der Khao San Road. Der Chao Phraya River ist der wichtigste Wasserweg in Bangkok. Oft ist hier viel Verkehr. Mit dem Longtail-Boot waren wir unterwegs auf einem der vielen Kanäle. Das ist der große liegende Buddha. Ich besuchte hier etliche imposante Tempelanlagen. Um die Reiserouten selber bestimmen zu können, habe ich diesen Toyota Soluna Sport gekauft. Das ist die Beach von Pattaya. Dies ist die Aussicht vom Dach meines Apartmenthauses. Mit der Iris und der Ulrike hat der Ausgang besonders Spaß gemacht. Da oben sehen wir den großen Buddha. Kindergruppen sind da und dort auch unterwegs. Dies ist die imposante Sanctuary Troop. Hier sehen wir einen der vier Flügel von innen. Mit diesem Kahn fuhr ich auf die Insel Koh Lan. Hier befinde ich mich am Pliu Wasserfall, Baijan Thaburi. Nahe bei Trat, am Golf von Thailand, sah ich diese Fischerboote. Hier bin ich schon weit Richtung Norden gefahren. Dies ist die Hängebrücke von Thak. Ich war unterwegs zu den Lang Phang Wasserfällen. In Chiang Mai ist richtig etwas los am Abend. In Thailand wird der König überall verehrt.
Dies ist eine Anhöhe im Nationalpark nahe bei Chiang Mai. Dies ist der Mae Klang Wasserfall. Bei Mae Klang sind auch diese Picknickplätze. Hier befinde ich mich im Safari Park Zoo. Im Zentrum dieses Bildes befinden sich Reisfelder. Der Mangaed-Damm ist ein großer Wasserspeicher. Die Landschaften Richtung Norden sind wunderschön. Überall, wo das Auge hinreicht, sind prachtvolle buddhistische Tempel zu sehen. Hier ist ein idealer Platz, um sich auszuruhen. In dieser traumhaften Landschaft werden einige neue Häuser errichtet. Dies sind die Fang Hot Springs. Das Wasser ist hier beim Austritt ca. 80 Grad heiß. Kurz vor dem Sonnenuntergang am Kok River. Diese Buddhas sind bei den Malika Hot Springs. Die Akustik dieses Gongs ist eindrucksvoll. Auf dieser Bank habe ich mich eine Weile hingesetzt. Hier oben im Restaurant habe ich ein feines Mittagessen genossen. Dies ist das Wat Rong Khun bei Chiang Rai. Im Vordergrund sehen wir Tabakpflanzen. Im Norden von Thailand. Dies sind nördliche Reisfeldkulturen. Wasserbüffel sind sehr friedliebende Tiere. Dies ist der goldene Triangle von Thailand ausgesehen. Der Fluss rechts ist der Mekong River. Das Land rechtsseitig ist Laos. Und der Fluss links bildet die Grenze zu Burma. Diesem Longtail-Taxi bin ich an einen Markt in Laos rechts im Bild gefahren.
Circa 200 Kilometer nördlich ist China. Dies sind alles chinesische Frachter. Das ist ein wunderschöner Blick hinüber nach Laos. Von dieser Anhöhe ist der Mekong River gut zu sehen. Hier bin ich wieder zurück in Bangkok, Rangkit. Unterwegs Richtung Süden bin ich ein paar Tage in Prachua Kirikan geblieben. An diesem abgelegenen, traumhaften Strand habe ich ausgiebig gebadet. Diese Fischerboote habe ich bei Ban Bo entdeckt. Im Süden von Thailand sind überall Palmölplantagen anzutreffen. Nahe bei Surat Thani münden einige breite Flüsse ins Meer. Bei Don Sak ging es auf die Fähre. Hier sehen wir einige vorgelagerte Inseln und Koh Samui. Die Crystal Beach ist einer der schönsten Strände auf Koh Samui. Dies ist die Kavenk Beach von der Ferne. Und nochmal ein Bild von der Kavenk Beach. Und jetzt geht es auf die große Insel Tour. Hier konnten wir schnorcheln und die Unterwasserwelt bewundern. Das ist auf der Insel Koh Mue. Und dies ist die Blaue Lagune. Hier sind wir auf der Insel Koh Phaluai. Fischerboote im Süden von Koh Phaluai. Wieder auf dem Festland besuchte ich den Raja Prapadam mit seinen imposanten Gebirgsformationen.
Dies ist der Takua Paarever im Südosten. Die Pornrang Hot Springs sind bei Ranong. Hier nahm ich natürlich auch ein Bad. Hier sehen wir über Patong auf der Insel Phuket. Die Aufnahme habe ich vom Dach meines Apartmenthauses gemacht. Dies ist die Bangla Road mit vielen Bars und Dancings. An der Beach von Patong wird viel Aktivität angeboten. Oft liegen große Kreuzfahrtschiffe in der Bucht. Das Elephant Riding macht viel Spaß. Dies ist die nur mit dem Boot zugängliche Leam Singh Beach. Die folgenden Bilder sind von der wunderschönen Layan Beach im nördlichen Teil der Insel. Gleich südlich von Patong ist die Fredon Beach. Auf dieser Anhöhe im Süden von Phuket sehen wir gleich drei Beaches. Hier überblicken wir den südlichsten Teil der Insel. Beim Ao Pho Pier starteten wir auf eine Inseltour. Hier sind wir auf Koh Hong. Dies ist auf James Bond Island Khao Phin Khan.